Also, was, also wie... Ja, ich hab nur gesehen, dass... Yo, Basti ist mad auf dich. Ich hab ab und zu aufgemacht. Ich geb mir... Hi! Ihr habt euch sicher schon gefragt, wie hat Stegi eigentlich seine ganzen Tode bekommen? Und naja, in diesem Video werdet ihr alles sehen. Ihr könnt selbst entscheiden, wie... Ja, scheiße, und unnötig die waren. Oh. Du weißt schon, dass die einen neuen Digga, Freund haben. Kaputt, die hört alles mit. Schau, Stegi. Scheiße, Digga. Hey, hier ist noch ein Podcast. Es ist so dumm. Ja, ja, ja. Wenn du nicht alleine, sondern wenn du jetzt mit deinem Kind fährst oder so, dann vielleicht. Das... Ja, das war dann wohl der erste und auch letzte Nicht-Creeper-Tod. Oh, Mau. Oh Gott, ist das eine dumme Scheiße. Ja, Leute, heute gibt's das nächste Craft-Attack-Video. Erstmal wollte ich mich bei dem ganzen Support für die Cosmetics bedanken. Wirklich, es ist mit Abstand, mit ganz großem Abstand mein heftigstes Cosmetic-Release bis dato gewesen. Wirklich, ihr feiert die Cosmetics so heftig. Ihr feiert das Resource-Pack viel zu krass. Wirklich, Leute, fetten Dank dafür. Ihr wisst, wenn ihr es euch holen wollt, Badline Store, Code Stegi. Deswegen dachte ich mir, dass ich in diesem Video ein Giveaway mache. Ihr könnt einfach in die Kommentare schreiben, weswegen gerade ihr das Cosmetic haben wollt, welches Cosmetic der neuen Kollektion ihr wollt und euren Ingame-Namen. Dann werde ich in ein paar Tagen den Gewinner da auslosen und dann hat derjenige das Glück, eines dieser neuen Cosmetics tragen zu können. Leute, wirklich fetten Dank, Alter. Holy shit, Porsche kommt bald, sag ich euch. So, nee, mach nicht. Ich mach sowas nicht. Ja, ich bin der erste im Nether. Hey, wo ist deine Base? Halt mal dein Maul. Okay, also. Doch, Baby, ich kann's nicht. Weil ich. Wo ist deine Base? Wenn du mich ansprichst. Okay, ich bin. Okay, ich bin der erste im Nether. Und jetzt wollen wir hier Soul Sand, um den Zombie Villager zu befreien. Bist du überhaupt nicht der Erste im Nether, du Vollidiot? Hast du mal im Chat geschaut? In dem Moment hat einfach sogar JB Hot Wheels bekommen. Crow hat dich in seiner Story erwähnt? What the fuck? Ich habe Handymitteilung bekommen. Oh, congrats to Stegi, well done. Shirt and Walkman gehen raus an dich. Digga, ich bin in Crows Insta-Story, Basti! Ding ist halt, ihr hat seinen Partner, ne? Aber Kars Partner ist am coolsten. Heiko hat auch einen Kollegen reingesetzt bekommen, weil wir ihn nicht so alleine lassen wollten. Heiko, das ist auch dein Freund. So also eine Puppe, Mann. Ach, der hat schon gar keinen Bock. Warum habt ihr alle Full Netherite und Full Diamond und ich, Er fühlt sich verarscht. Chapter 2. Chapter 2. Kauft euch alle meinen Scheiß. Der Reed irgendwie geil aus. Nein, sieht das nicht! Ja, check jetzt erst das die Magier. Digi! Oh nein. Nee, warum hast du denn Totem nicht ausgewählt? Weil ich hier Werbung für mein Schild mache. Hä? Wenn ich einen Totem verkaufen würde, würde ich Totem in die Hand nehmen. Bist du bereit? Let's go, Digga! Bam! Bam! Und... Bam! Des Weiteren dachte ich mir, heute werde ich mal eine kleine Base-Tour machen durch mein schönes Apartment. Ihr erinnert euch dran an die erste Folge. Ja, so in etwa sah das hier alles aus. Und was haben wir denn hier? Aha, Basti's Base. Auch richtig, richtig geil. Leute... Hier hat meine Base angefangen, hier oben. Ich hatte hier einen Ofen, ich hatte hier so ein bisschen Bullshit. Ich habe mich einfach hier reingegraben. Mehr hatte ich eigentlich noch gar nicht gemacht. Also Leute, hier erstmal noch mein Setup. Das ist meine Netherite-Rüstung. Leute, wirklich, Netherite-Rüstung und Cosmetic. Oh, mashallah. Das Geile an meinem Grundstück war ja, ich hatte ja diese Höhle hier gesehen und dann war für mich relativ schnell klar, Alter, ich will irgendwas in der Höhle machen. Und naja, was soll ich sagen? Ich fand den Stil meiner Cosmetics halt selbst ganz geil, weswegen ich mir dann dachte, okay, dieses Craft Attack werde ich so ein bisschen im Stil meiner Cosmetics bauen. Und was bedeutet das? Naja, so ein bisschen abgefuckt, so ein bisschen, ja, ein bisschen ekelhaft. Und da eben auf meinem Cape hinten dieses schlagende Herz drauf ist, dachte ich mir, mache ich etwas, was noch niemand in Craft Attack davor gemacht hat. Ich werde ein großes Herz irgendwie in mein Zuhause reinbauen. Und dadurch, dass ich diese große Höhle hatte,
hat sich das einfach sehr krass angeboten. Also Leute, wir gehen mal rein. Am Anfang, es war hier komplett anders. Es sah ganz, ganz anders aus. Hier war alles voller Schnee. Ich habe hier alles schön gemacht. Das hier war das Erste, was entstanden ist, diese kleine Einbuchtung. Dann habe ich hier meine kleine Hillskuh hingemacht. Ich habe mich relativ schnell um Villager gekümmert. Ich glaube, ich war der Allererste, der zwei Villager hatte. Hier drin ist das Ganze. Leute, das hier ist meine kleine Villager-Farm. Das sind die Besten der Besten. Ja, irgendwo ist hier ein Creeper explodiert. Die geilsten Trades, die man sich vorstellen kann. Da. Oh, Digga, er ist so ein ekelhafter. Er ist mein NPC. Guck mal, er hier unterscheidet sich nicht großartig von ihm hier. Beide laufen einfach permanent in meiner Base rum. Was soll ich machen? Leute, das hier ist mein wunderschönes Villager-Hotel gewesen. Ja, hat nur dem Zweck gedient. Hier unten rastet es gerade komplett aus. Das war eigentlich nicht so gedacht. Keine Ahnung, was hier abgeht. Es ist wirklich nicht so, dass ich das hier wollte, aber naja, momentan haben wir hier einen kleinen Aufstand, würde ich mal sagen. Das wird noch alles schöner gemacht. Aber Leute, ich zeige euch jetzt, was ich bis dato gebaut habe. Leute, viel Spaß. Aus meiner ehemals riesigen Höhle habe ich eine noch größere Höhle gemacht. Ich habe hier diesen kompletten Boden abgetragen. Hier unten ist die Wassergrotte gewesen. Ich habe jetzt hier eine riesige Galerie um dieses große Loch quasi drumherum. In der Mitte sieht man momentan einen Pfeiler. Und dort, wo der Pfeiler momentan ist, werde ich eben das machen, was ich so krass schon angekündigt habe. Ich möchte dort ein Herz machen, eben was ähnlich aussehen wird wie dieses Cosmetic hier hinten. Also quasi auf meinem Cape einfach. Ich nenne das Ding hier auch meine Cosmetic Cave, CC. Es ist dieses riesige Loch ausgegraben. Der steht jetzt nicht momentan perfekt in der Mitte. Liegt aber auch daran, dass hier hinten noch mein Villager-Hotel ist, was ich dann abreißen werde. Diese ganzen Villager werden hier dran kommen. Das Herz wird hier in der Mitte hängen, aber das ist nicht das Besondere, sondern vom Herz werden Arterien und Venen in meine Module des Hauses gehen. Was bedeutet das, fragt ihr euch? Ich frage mich das auch. Hier zum Beispiel haben wir eine, nennen wir das mal, rote Arterie, die hier diese Säule lang geführt wird. Die ist momentan noch nicht so schön, weil die hier noch nicht so perfekt gemacht ist, aber dieses Beispiel hier hinten ist ein bisschen besser. Ich zeige euch, weswegen. Wir gehen hier mal hin. Und zwar ist hier hinten schon mein Lager angefangen, quasi. Wie wir hier sehen können. Wenn dann hier in der Mitte das große Herz hängt, dann geht hier rüber an der Decke, hier splittert sich's auf, geht hier in mein Lager rein, versorgt quasi diese Kisten mit Sauerstoff, rein metaphorisch natürlich gesehen. Hier genauso. Dann laufen hier so diese Stränge ins Nirvana, hier so ein bisschen ins Weizenfeld. Manche hören einfach so auf. Das passt dann schon. Es soll einfach nur so hübsch aussehen, nicht so symmetrisch. Es soll einfach alles so ein bisschen wild aussehen. Dieses Lagersystem ist perfekt einsortiert, also kein Scheiß. Es ist wirklich alles geil gemacht. Hier unten ist ein Teil noch vom Lagersystem, falls es oben überquillt. Das heißt, alles, was ich hier oben dann zu viel habe, welche unten dann einfach halt so reinstecken und passt dann schon. Das ist ganz geil gewesen, als wir das im Stream gemacht haben. Wir gehen weiter. Von hier gehen nämlich diese Leitungen weiter, weil wir haben ja noch mehr gebaut. Hier geht es ins Nichts, aber hier geht es zum Beispiel hier rüber. Oh, warum geht es denn hier lang? Was ist denn das? Diesen ganzen Weg habe ich die Dinger hier so gebaut, weil natürlich unten ich auch schon ein bisschen gebaut habe. Jetzt habe ich unten nicht viel gebaut. Hier oben geht es dann hier rein und kommt hier hinten wieder raus. Einfach nur, dass es so auch da wieder ein bisschen wilder aussieht. Hier unten ist es noch richtig hässlich. Es ist noch quasi nichts gemacht. Aber hier stehen halt einfach so zwei, drei Farmen von mir. Ein bisschen Weizen, falls man mal ein bisschen Weizen braucht. Und hier Kürbisse. Wir gehen wieder hoch. Und zwar habe ich nämlich noch einen anderen Raum. Achtung. Hier kommt es. Und dann gibt es hier nämlich auch eine Abzweigung zum Beispiel hoch, genauso wie hier drüben. Und dann sind wir hier in meiner kleinen Eisenfarm. Hier sieht man das alles so, dies, das. Und dann verschmilzt es in der Eisenfarm, das sozusagen das Eisenfarm-Organ quasi auch mit Leben versorgt wird. Und das werden wir jetzt so die nächsten Wochen weiterbauen und ausbauen. Ich habe so krank Bock da drauf. Das ist der Gedanke hinter meiner Base. Ich bin so krass gespannt, wie das wird. Mit Shader, wie gesagt, es ist nochmal alles so viel insaner. Hier links werde ich so eine Art Galerie eben dann machen, dass man hier schön so um dieses Loch vorbeilaufen kann. Hier oben würde ich dann einfach ganz viele Villager zum Beispiel positionieren. Hier so kleine Trading Stations, dass ich so geile Deals machen kann mit denen. Hier links werde ich dann auch noch ganz viele Module machen, vielleicht noch ein paar Farmen. Also ich habe echt noch ein paar Sachen, die ich machen müsste. Und überall werden dann halt immer so diese Blutbahnen hingehen. Da freue ich mich richtig krass drauf. Für das Herz habe ich auch schon ein paar Ideen. Also ich weiß schon mal, mit welchen Blöcken ich es bauen werde. Da gab es einen Vorschlag, dass ich es halt echt probieren kann, schlagen zu lassen. Da bin ich gespannt. Und ja, Digga, das ist eigentlich schon meine Base. Ich bin so krank zufrieden damit. Ich finde es richtig, richtig
geil. Ich hätte niemals gedacht, dass es so geil wird. Ich war so der Dude, der in den letzten Craft Attacks immer so ein bisschen Kacke gebaut hat, weil ich halt nie fertig wurde. Aber auch da war es schon immer so ein bisschen spezieller, was ich machen wollte. Aber ich habe halt nie wirklich ein Ende gefunden und das war so das Problem. Aber ich habe so das Gefühl, dass das hier wirklich mein allergeilstes Projekt werden könnte. Das war eigentlich schon, glaube ich, meine kleine Base-Tour. Wir haben jetzt bestimmt schon so 30 Stunden gespielt oder so. Wir haben schon echt sehr viel Progress gemacht. Ich meine, schaut euch meine Rüstung an. Ich bin überstacked quasi. Ich habe alles, was man möchte. Ich habe Totems, ich habe einen Beacon. Ich habe schon alles gemacht. Ich habe so viel schon mit Basti einfach gezockt. Wir haben schon einen Raid dann eben obvious gespielt, schon einige. Und auch schon eben den Wither gefightet. Lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ihr gerne mehr Craft Attacks sehen wollen würdet. Ich streame momentan echt quasi 12 Stunden täglich. Das heißt, ich habe nicht allzu viel Zeit für diese Videos. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber wenn ihr nichts verpassen wollt, schaut gerne dann einfach auf Twitch vorbei. Ich bin wie gesagt Daily Live. Und ja, ciao, ciao, ciao.